Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Die Show, die Wissenschaft mit Wissenschaft, die Wissenschaft. So. Hallöchen. Wir sind wieder mit Jasmin und Tour. Frage Jasmin. Ja. Oh Gott, das geht ja gut los. Soll ich die Basis bauen wegen dem Blutmond? Oder soll ich ein bisschen Ressourcen sammeln? Weil ich brauche sowieso noch Stein. Scheiße. Nee, das brauche ich nicht. Das tut mir leid, du. Bruchsand? Hab ich doch hergestellt gehabt eigentlich. Naja, gut. Wie viel brauche ich denn? Krieg ich das nochmal hin? 1, 8, 4. Boah. Bin ich leicht beeindruckt. Oh, ich hätte noch Beton. Also, was war jetzt deine Frage nochmal? Gehen wir auf Tour, Ressourcen sammeln? Also, oder? Wir brauchen auf jeden Fall viel Schießpulver, unbedingt. Ich will dieses Mal richtig viele. Ja, ist schon wieder so kurz vor knapp, ey, aber. Also Kohle, sagst du. Und Nitrat. Was mit Messing? Ja, alles. Messing, Blei, Kohle, Nitrat. Okay, Messing wird schwierig, ne? Du bist schwierig. Du bist ein schwerer Fall von Sozialkompetenz. Aber Heike, ich zähle trotzdem gerne mit dir. Ja, ich würde sagen, dann guck ich einfach mal, dass ich ein bisschen Kohle abbaue. Mhm. Und anschließend vielleicht noch ein bisschen Nitrat, aber ich würde eigentlich gerne bei mir in der Basis den Blutmond machen. Ja, mach doch, dann gucke ich halt ein bisschen. Wenn nicht, dann gebe ich dir die Schuld, weil du kriegst dann auch keine Munition. Ja, du hast das aber nicht gelevelt, Bergbau, ne? Weiß nicht. Habe ich überhaupt Punkte noch? Ja, ein. Ja, steck im Bergbau, dann baust du mehr ab. Bergbaumeister. Meister. Moin, Meister. Hier ist ja alles leer. Oh, ich glaube, hier gibt's nichts zu holen, du. Musst erstmal alles wegpacken. Ich habe ja war irgendwie. Hier nicht? Ja, genau. Bin ich ja alles hier noch drinne. Hier ging's ja noch runter. Ja, genau. Ja, nur runter, ja, genau. Auch hast du ah! Oh kommst Gott! Da oder? Es hapert bei mir nicht nur an Sozialkompetenz, Jasmin. Hühnchen, Hühnchen, wo ist Hühnchen da? Ich kenne das Buch schon, aber die Kunst des Bergbaus, das kannst du gebrauchen. Okay, das kenne ich nicht. Wiring? Auto? Verkaufen. Was war das? Ist oben, ne? So, das habe ich. Das hört sich an, als wäre hier noch einer, aber ich kann ihn nicht erblicken, Jasmin. Ah, ich auch nicht. Ja, oben macht einer Stress. Ja, na, definitiv, ja. Das hört sich an, als ob Mike Tyson sich da gerade aufwärmt. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ah, das ist nur der Mechaniker, der guckt unterm Auto da, der prüft gerade Radlager. Komm mal, Reifen. Scheinbar ist er sah gerade aus wie der Slimer von Ghostbusters. War hier nicht noch irgendwo richtig geiler Loot? Echt, das war schon, das ist aber traurig. Falsch weggeschmissen, ey. Das war voll das Falsche, was ich weggeschmissen hab, Bro. Was denn? Das ist aber nicht dein Ernst, Bro. Das war total falsch. Hast du gestern das Spiel gesehen, Bro? Erst haben wir verloren. Aber dann haben wir es nochmal umgerissen. Und dann doch wieder verloren. Moment mal. Es gab gestern gar kein Spiel. Oh. Okay, Patrick, aber sonst geht's ja gut. Ja. Ich war nur überrascht über diesen Customer Service, der direkt zur Stelle ist, wenn du eine Frage hast. Also Arbeitsplätze wurden hier aber geschaffen, ne? Das muss ich schon sagen.
Wer kommt jetzt noch? Ich nicht. Ich habe einen Maiskolben, Jasmin. Oh, ist das nicht geil? Wahnsinn. Die Sau hat sich hinter der Ecke versteckt. Die Sau. Ja. So was Hinterlistiges. Boah, scheiße, wo war jetzt nochmal? Da, Blindfisch. Am Regal so viermal Plastik, ja, das ist natürlich semi-geil. Plaste, Plaste, Plaste. Ja, ich würde sagen, ich gehe einmal Kohle abbauen, bevor ich hier stundenlang leere Taschen loote. So, Kohle hast du gesagt. Wir haben Eisen, wir haben Blei und Nitrat Kohle. Nitrat ist jetzt auch noch wichtig, weil Kohle haben wir noch ein bisschen, aber Nitrat und Kohle halt. Ja. Bist du jetzt überfordert, oder? System überladen, mein Kopf raucht, Jasmin, ruft die Feuerwehr. Das war zu viel Input. Input, Output, Ditput. Ditput? Dit. Kannst du dir jetzt vorstellen, hat einer Müll in den Wald geschmissen, du? Das kann nicht wahr sein. Hä, bin ich irgendwie dumm? Boah. Ja, so jeden Tag die gleiche Frage. Die Antwort kennen wir doch alle. Jetzt? Hä? Was ist das denn für ein Scheiß gewesen jetzt hier? Oh, Entschuldigung. Bitte? Jasmin? Ja, sorry. Reiß dich mal zusammen hier, guck mir Erwachsene zu. Mist, ey. Wird gleich mit erhobenem Finger auf dich gezeigt. Oh, kenne ich ja nicht anders. Oh, Scheidenkleister. Ich habe gar kein Essen mitgenommen. Haha. Oh, und das, wobei ich so hart körperlich arbeite. Mm. Na, so schlau, ey. Wie kann man bloß so schlau sein? Ah, du, das war ganz einfach. Ich habe nach der 4. Klasse die Schule abgebrochen, weil ich dachte, ich brauche das sowieso nicht. Du denkst und auch, du bist cool, ne? Ich nicht, aber die anderen in der großen Pause. Ich glaube nicht, dass sie denken, dass du cool bist. Hey, natürlich. Steht da mit Baggy-Klamotten. Hallo? Ja, ja, die sagen, was, wenn du liegst. Oha. Oha. wie viel Nitrat darf ich dir denn ganz liefern? Viel. Ganz, ganz, ganz viel. Okay. Und ganz, ganz viel Kohle. Okay, und dann noch ein bisschen mehr, ja? Wenn ich ganz, ganz viel habe, dann noch einen kleinen Tucken mehr. Ja, genau. Es kann immer mehr sein als das, was du hast. Es wäre halt jetzt mega praktisch, wenn man den Erdbohrer schon hätte. Zement packe ich jetzt mal da rein. Ja, wäre es, ne? Ah, ja gut. Von der letzten spannenden Baufolge zur spannenden Grabfolge. Naja. Wir steigern uns. Joa, ein bisschen, ne? Ja, wichtig wäre mir, also ich sag mal, mir ist jetzt gerade ein bisschen wichtiger, den Blutmond vernünftig vorzubereiten. So eine Blamage wie letztes Mal. Ja, das war peinlich. Ja, das will ich nicht nochmal erleben, also deswegen, ich überlasse die Planung einfach nicht mehr. Hä? Das geht halt nicht. Ich habe letztes Mal schon gesagt, dass es so dicht steht. Ach, Jasmin, bitte. Danke. Welch Schabernack du wieder von dir gibst. Hab's gesagt. Rüge, Rüge, das gibt eine Rübe. Wie viel Nitrat brauchst du denn, für, du brauchst das ja nur für Schießpulver, ja? Ja, Nitrat und Kohle. Okay, und wie viel Nitrat brauchst du an der Chemiestation für Schießpulver? Viel. Nein, ich meine jetzt im Verhältnis für einen Schießpulver. Keine Ahnung, genug. Hm. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das kritisch wird. Kritisch. Also bei deinen genauen Angaben, du könntest Statistiken erstellen. Ja, ne? Oh, weißt du was, Jasmin? Da habe ich doch gleich ein Goldnugget gefunden. Oh. Ja? Oh, das ist, ja. Oh, mein Nacken, ey. Ich dachte, ich bin hier nicht alleine. So, wo bist du denn über... Achso, warte mal hier. Unter Tage. Ey, wir sind nicht mal Verbündete, du... Warum? Wir sind ja auch keine Freunde. Ja, aber Verbündete ist automatisch. Willst du nicht sagen, willst du mein Freund sein? Kreuz an, ja, nein, vielleicht. Mach jetzt.
Bitte schön, Jasmin. Jetzt hast du offiziell auch einen und Freund. Verbündete. Aha. Ich habe mehr Freunde als du. Ja, du hast ja auch ein soziales Leben. Du nicht. Nee. Ich bin ja zum Arbeiten in der Mine, verdammt. Tag ein, Tag aus klopp ich hier nur Stein und Nitrat von den Wänden. Mein Kanarienvogel ist schon tot. Ja. Der konnte sich das Gelaber nicht mehr anhören. Nicht an Giftgas gestorben, sondern einfach so Selbstmord begangen. Er ist einfach durchgedreht. Hat sich so mit dem Kopf gegen die Stange gehauen. Er ist freiwillig in den Betonmischer geflogen. Oh nee, der alte quatscht schon wieder. In die Schmiede rein, ins Feuer. So, dann komme ich mal hinterher, wa? Ja, ich habe jetzt hier 5100 Nitrat. Also wenn du schon Kohle anfangen möchtest. Ich muss erst mal gucken, wo ich die finde. Schwarz. Schwarz? Schwarz? Ja. Oder dunkelweiß. Ist bei dir da Kohle? Nee, nur Nitrat. Ich glaube, hier war auch irgendwo Kohle. Ja, ich weiß. Ja, ist gleich in der Nähe. Nachgucken, aber ich habe keine Lust. Ich suche. Ich kann ja mal hier einfach durchbuddeln, wa? Dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Hier ist nur Stein in der Front. In der Front. In der Front. Aber 66 Meter ist ein bisschen weit, ne? So. Ach, Stein brauche ich zufällig auch noch. Hier ist ein Klops, aber ich brauche erstmal Gölle. Hier auch sind Klops. Nee, ein Stein mit. Nee, da baue ich jetzt nicht ab hier. Bist du... Nee, du bist es nicht. Sag mal, bist du's oder ist das der Regen? Mir fällt hier gleich was runter. Schön. Das ist jetzt eine Information, damit können wir alle... Das ist, bereichert uns. Ey, das sieht ein bisschen aus, wenn ich hier hochgucke, als würde ich in so einem Plumpsklo verstecken. Ich weiß nicht, ich war noch nie so weit tief in so einem Plumpsklo. Ich kann da nicht so aus Erfahrung sprechen wie du. Ja, ich musste das früher bei Onkel Jerry immer sauber machen von ihnen. Er erklärt so einiges, sagt meine Mama immer. Da kann ihn sauber machen. Hä? Sitzen davon innen sauber machen. Naja, du kannst ja nicht, du kannst ja, irgendwann ist das Ding doch voll, da schmeißt doch keine Erde drüber, oder? Meinst du nicht, das wird da mit einem Eimer irgendwann mal ausgeleert und weggefahren? Boah, mit einem Eimer. Genau, ich nehme mir einen Eimer und fahre den mit meinem Auto irgendwo hin. Im Wald. Und leer den aus. Und dann komme ich wieder und mache den Eimer wieder voll. Ja. Ja, das klingt total logisch. Wie willst du das Plumpsklo sonst sauber machen? Bestimmt einer kommen und das absaugen, oder nicht? Wie beim Aquarium, so Schlauch reingehalten. Ja, oder nicht? Einmal ansaugen. Jasmin, jetzt wird's eklig. Was hast du gesagt, Robocop? Meine Oma hatte, meine TikTok-Oma hatte meins, aber... Keine Ahnung, frage ich ja nicht, wie die das sauber machen. Warum nicht? Ich bin da nur gerne draufgegangen. Das ist immer lustig, als Kind. Du brauchst nicht spülen. Und nicht Hände waschen. Aber das ist was für hier. Brauchst keine Hände waschen. Brauchst keine Hände waschen. Ja, brauchst keine Hände waschen. Ja, sicher. Nicht abwischen. Level up. Ich habe jetzt knapp, oder ich mache jetzt 8000 Nitrat, denn das Ende im Gelände. Ja, so, das reicht erstmal. Wie viel Nitrat hast du? 8000. Oh ja, das ist gut.
Oder hast du dich jetzt verrechnet? Nee, alles. Aber ich brauche nur ein paar Baublöcke, weil ich hier sonst nicht auskomme. Wir sollten hier mal so richtige Mineneingänge machen und dann mit Leiter und so und beleuchtet. Ich glaube, das wäre cool. Aber gegebenenfalls. Ich hör dich zwischendurch voll abgehackt, ey. Ja, habe ich dich auch. Gegebenenfalls, nachdem wir den Blutmond hinter uns haben, können wir so eine Spielerei mal anfangen. So, du bist da, dann gehe ich hier hin. Wird das schon wieder neblig? Nee, die Luft ist nur dreckig. Das sind die Abgase, Jasmin, von diesen E-Autos. Mhm. Was denn für Abgase? CO2-Ausstoß. Feinstaub. Da ist noch kein Brushless-Motor verbaut. Mhm. Der hat noch Kohle. Mhm. Oh, wunderbar. Kohle mache ich nicht ganz so viel, damit ich die Folge noch mal irgendwie was Interessanteres machen kann. Ei? War jetzt hier 30 Minuten Bergbau, das ist, ich weiß nicht, ob man sich so viel Spannung geben kann. So. Hast du denn Nahrung mit? Ja. Weil wir sind ja hier gleich dicht an dicht. Ich klopp hier nur noch Stein. Bist du das? Nee. Da ist doch Kohle, ne? Ja. Und ein Silberklumpen, Jasmin. Schau mal einer an. Jasmin, komm mal her. Das musst du dir ansehen. Mal gucken, wo hier Kohle liegt. Schön im Nebel. Auf der Karte ist hier das schwarz angemalt, ne? Ich hab doch vorhin gesagt, ich weiß, ich könnte es nachgucken. Ich hab jetzt aber keine Lust. Ich will das nicht in 10 Sekunden sehen, wenn ich es auch 35 Minuten suchen kann. Ja. Finde ich ja auf dem Weg noch was Cooles. Ja, oh, stimmt. Entdeckertouren, ne? So, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Das andere ist alles wieder nur Stein. Ist aber ein bisschen ärgerlich, ne? Was habe ich denn jetzt so ein Kratzen im Hals, sag mal? Hast du einen Kaktus verschluckt? Ja, komm, der war so dumm, der ist schon wieder gut. Der ist so dumm, dass er einfach nur dumm ist. Mein Name ist Patrick. Ja, und ich bin dumm. So. Ah. Ich find's kacke, bei Nebel zu fahren. So passiert das, da sammelst du Kohle, zack, bist du wieder dumm. Kohlestaub. Gesammelt. Aber dein Empfang ist echt stellenweise abgehakt und schlecht. Hä? Okay. Ja, du hörst dich manchmal an hier wie, wie heißt das, Sonic? Nee, Sunny? Von iRobot? Ja, du hörst dich auch manchmal komisch an, aber ich habe Kabel drin. Entschuldigung, das ist meine Stimme, Jasmin. Ziemlich hässlich. Oh, herzlichen Dank. Hier ist Blei. Ich mag deine aufrichtige Art. Du bist scheiße. Danke. Du stinkst, danke. So. Jetzt die ganze Kohle hier über mir. Du hast Kohle? Ja, sicher. Jasmin, was denkst du, was ich hier mache seit Stunden? Ja,
Aber ich weiß nicht, es hat bei dir nicht viel zu sagen. Du brauchst für alles ein bisschen länger. Ja, ich bin produktiv, hallo? Ja, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Deswegen nennen mich alle in meinem Umfeld La Maschine. Wie nennen die dich? La Maschine. Ach komm. Ja, also so ein Mix aus Französisch und Deutsch. Um dem Ganzen noch mehr Pep und Eindruck zu verleihen. So. Aber ich grab mich jetzt schon langsam nach oben. Wie viel hast du denn? 5000. Also 5k. So, haben wir es noch weit? Das kann ich. Der Sand verarscht mich, Jasmin. Der macht dir Konkurrenz. Warte mal, ich habe gerade Orientierung verloren. Buddel ich nach oben? Ja. Wie immer. Und zack. Jasmin, bist du das? Welche viele Nester? Du hast dich verändert. Ja, mein Spielhack. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich den da reinfallen lassen kann. Da komm schon. Okay, warte, vielleicht mit der Schaufel? Oh. Ja, Entschuldigung, das Fahrrad ist meins, das liegt da. Irgendwie. Hä? Ich helfe dir, Kumpel. Scheiß Baum. Wieder Honig, geil. So, jetzt komm mal her hier. Wir wollen mal was testen. Nein. Jürgen. Au! Verdammt. Okay, das hat nicht geklappt. Mit der Jürgen-Bürgen. Warte, und. Dieser verkackte Rasen. Na, 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 na. Okay. Ja, wenn ich ihn nochmal schlage, fällt er rein, aber gut. Danke. Naja, annähernd, ne? Er ist annähernd reingefallen. Prinzipiell ist er ja runtergefallen. Unsere Barges. Da. Barges? Barges. Soll ich dir das Nitrat und so in die Schmiede schmeißen? In die Chemiestation? Ja. Dann tue ich das mal für dich. Mhm, danke. Hast du denn noch einen leckeren Blaubeerkuchen? Musst du mal gucken. Ich hoffe, du hast für mich gebacken. Weil da braucht man Wasser für. Das ist immer so ein bisschen doof. Ach so. Ja. So ein Vollspacken hat hier so ein bisschen runtergebuddelt. Direkt in der Nähe des Hauses. Bestimmt ein Zombie. So. In die Chemiestation. Die im Keller? Wir haben nur eine. So, jetzt hast du 6.989 Kohle und 8.051 Nitrat. Ja, das ist gut, dann kann ich da gleich anfangen. Kannst du das nicht schon machen? Ja, rein theoretisch schon, soll ich? Ja. Okay. Schießpulver. So, bitteschön. Danke. Das läuft. Dann habe ich hier noch was für die Händlerkiste. Ich habe immer noch Nitrat über. Da ist er. Und, wenn du den nicht lesen willst.
In der Händlerkiste habe ich nochmal 2 Bücher nach unten gepackt. Guck mal, ob du die schon hast, bitte. Das können wir drüben gleich einschmelzen. Nee, wir brauchen auch Pflasterstein, ne? Machen wir gleich an der Werkbank. Ja, die kannst du auch so machen. Ja, aber dann ist mein Slot die ganze Zeit belegt. Know what I mean? Geht doch schnell. Ach, aber nicht in der Höhe. Jasmin. Der ist auch noch über. Warte mal, das muss raus, das muss raus, das kann drin bleiben. Geil. So, läuft da was? Was wollte ich? Ah ja, genau. So, Nitrat. Packen wir hier oben noch was rein. Verbände. Da haben wir noch ein bisschen Munition. Können wir nochmal 3 trübe Wasser herstellen. 3 Wasser abkochen. 1,30. So, jetzt haben wir alles raus, ne? Ist ah, ich bin so doof, das hätte ich doch Ton, nehmen können. Da lebe ich ja wie die Made in Speck. Ah nee, warte, ich wollte nochmal an die Werkbank. Plastiksteine? So. Ey. Ja. Mein Nacken. Okay, Bro. Ey, bist du wieder zu Hause? Ja. Das ist ja schön. Nichts Besonderes gefunden. Das ist ja ärgerlich. Ich glaube, ich könnte... Ja gut, von der Zeit schaffe ich es nicht ganz. Aber in der nächsten Folge... Oder ich kann ja schon mal auf Tour gehen. In die Nachbarstadt nochmal reinfahren. Ich mach erstmal ein bisschen Bruchsand. Wie viel Zement habe ich denn noch? allzu viel. Da ist kein Stein mehr drin. Wunderbärchen. Haben wir wieder ein bisschen was zum Aufwerten für die Night. Dann trinken wir uns noch einmal an der Pfütze hier. Oh. Am natürlichen Mineralwasser. Noch einmal richtig satt sübbeln. Und dann kann man eigentlich losfahren in die nächste Stadt. Gucken, was da noch los ist. Weil da haben wir auch noch nicht richtig gelootet. Eine Quest noch mitnehmen, aber wer weiß, wo der mich hinschickt, ne? Hab ja sowieso noch eine Quest offen. So. Das hält erstmal eine Weile. So, Weg. Nee, Inge, ich wollte jetzt losfahren. Willst du mitkommen, oder was? Ja, warte doch. Ja. Ja, okay, okay. Ich warte auf dich, Inge. Hast du deine Thrombosespritzen eingepackt? Nee. Oh.
Hast du nochmal die Windinge gewechselt, bevor wir losfahren? Du weißt, unterwegs haben wir keine Toilette, Inge. Oh, oh scheiße. Professionell. So. Das ist, als wenn du Auto fährst. Oh, hast dir noch Trinkproviant vorne drauf geschmissen. Das finde ich ja gut. Ja, ich habe auch mein Fahrrad repariert. Oh. Oh, 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 warte mal. Okay. Meins ist auch heile. Wieder 10 Sekunden der Verschwendung gewesen. Die andere City ist dort. Fahr du mal vor. Okay. Du bist eh voll langsam. Bitte. Ich habe bei der Tour de France habe ich den vorletzten Platz gemacht. Bitte. Da wurde ich noch gesponsert. Mhm. Ah, guck mal, wie sie da hinterher hängt. Wer ist dein Sponsor? Red Bull? Ja. Ich hing bei der Tour de France mit... Okay, ich wurde von jemandem gesponsert, der keine Firma hat. Ich habe 3 Rad gekriegt. Vorsicht, Schlagloch. Oh. Eieiei. Wir müssten mal zumindest ein Motorrad bauen, vielleicht 1 oder 2. Oh. Jasmin, überfahr das Huhn. Oh. Oh, das war aber. Da hat der gute Engel auf deiner linken Schulter natürlich die Oberhand gewonnen, ne? Ist das nicht hier, wo wir angefangen hatten? Jo. Weißt du noch, als wir da ganz oben waren? Wo wir neu angefangen haben hier? War das hier? Ja, oben hier am Schild links. Waren wir doch oben drauf, oder nicht? War das nicht... Nee, das ist doch die Stadt, wo wir... Das war woanders, ja. Das ist die Stadt, wo wir jetzt sind. Da ist auch so ein Schild. Ich wollte gerade sagen... Wollen wir in das ganz große Gebäude vor uns? Ich glaube, da ist nicht viel los. In das große? Ja. Oh, versterben wir doch wieder. Ach, Jasmin, bitte. Wir haben den Skill mit einem großen Löffel gegessen heute. Oh, das ist hier. Shotgun ist hier. Da haben wir gute Aussichten auf gute Munition. Ja, gute Aussichten drauf zu gehen. Ja, ich gebe zu, man könnte sich außen hochbauen, weil ganz oben wird der Hauptloot sein. Oder wir kämpfen uns einmal durch. Ich weiß gar nicht, wo jetzt erst anfangen soll. Hä, wo kommt denn da einer? Ach, da oben. Ja, komm ihn raus. Der Dulli. Er hängt da voll fest in dem Käfig da oben, in dem Container. In dem Grün? Jo. Oh. Kommen wir da nicht raus? Oh, du armes Tüftüff. Er ist rausgekommen. Jasmin, hilf mir. Oh, gelbe Augen. Ja, ich wollte mit Absicht nicht schießen, aber... Achso, wegen Krach. Naja. Er ballert einfach drauf los. Warum nicht? Ja, jetzt brauchst du auch keinen... Was? ...halben Bogen mehr nehmen. Jetzt ist ja, ich habe einen Schlagstock, habe ich genommen. Ausschließlich. Aha, ich habe jetzt keine getroffen. Da ist eine grüne. Ja, warte mal. Ich muss mal kurz hier in Sicherheit ein bisschen. Wo bist du denn? Hab's du schon. Alles gut. Ah, und hier. Beantwortet ja voll meine Frage. Ja, ich bin in dem blauen Container. Du läufst doch immer einfach vor, ey. Nein. Ich bin hintergelaufen. Hier ist eine, bitte. Oh, Holzknöpfe freigeschaltet. Ich möchte nicht sagen, dass ich fett bin, aber Stahl ist gerade unter mir zusammengebrochen. So, hier ist nämlich auch noch eine geile Kiste drin gewesen. Heaven Gas. Und wie komme ich denn da jetzt hoch? Ja, brauchst du nicht, ich komme ja gleich wieder runter. Geil. Oh, und ich möchte auch gucken. Du übersiehst ja voll viel manchmal. Nö, ich nehme nicht alles mit. Ja. Manches ist aber hilfreich.
Ja, aber für mich doch nicht, Jasmin. Ja, und du? Genau. Aber brauchst das später. Und holz dann rum. Weißt du, was ich sagen würde? Dass ich recht habe. Nein, ich würde sagen, wir stürmen dieses Gebäude. Aber in der nächsten Runde. In der nächsten Folge. Folge. Genau. Weil wir haben jetzt 35 Minuten, dann können wir in der nächsten Folge das ganze Gebäude stürmen. Aha. Das machen wir. Stürmen uns, ey. Wenn ihr sehen wollt, ob wir es schaffen oder nicht, schaltet morgen gerne wieder ein. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ich sag, ciao. Wir schaffen es nicht. Tschüss. Optimismus, Jasmin. Etwas mehr Optimismus. Mhm.